Die beste Schwermaschine. Es ist ein ruhiger Morgen. Da ist Tayo. Guten Morgen. Oh. Tayo hört ein lautes Geräusch. Was war das? Oh, das sind hart arbeitende Baustellenfahrzeuge. Das ist toll! Hier arbeitet Billy also. Entschuldigung, fahren wir nicht weiter? Oh, tut mir leid. Wir fahren los. Oh, die Baustelle ist wirklich so cool. Es gibt so viel zu sehen. Tayo scheint von der Baustelle, auf der Billy arbeitet, begeistert zu sein. Hanna! Ha? Willkommen zurück, Tayo. Du bist aber früh da. Ja, ich hatte heute nur die Frühschicht. Ich bin froh, dass du da bist. Kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Einen Gefallen? Aha. Ich wollte mich ausruhen gehen. Oh. Ich muss Billy Bescheid sagen, dass seine Untersuchung einen Tag später ist. Billy? Oh. Ich habe viel zu tun. Könntest du es ihm bitte sagen? Ja, natürlich. Oh, das ist toll. Ich sag dir, wo er arbeitet. Nicht nötig. Ich weiß genau, wo Billy arbeitet. Oh, wirklich? Bis später. Oh, okay. Danke, Tayo. Kein Problem. Ich frage mich, warum er so aufgeregt ist. Endlich bin ich hier. Bitte schön. Tayo! Hallo, Billy! Tayo ist hier? Oh! Hallo, Tayo! Bist du Tayo? Freut mich sehr. Hallo, alle miteinander! Was machst du denn hier? Oh, Hanna bat mich, vorbeizukommen und dir zu sagen, dass deine Untersuchung einen Tag später ist. Oh, verstehe. Meine Untersuchung ist morgen? Ja! Du bist extra hergekommen, um es mir zu sagen? Danke. Gern geschehen. Jedenfalls, was macht ihr denn? Oh, wir bauen hier einen Wolkenkratzer. Oh, einen Wolkenkratzer? Wow, cool. Das ist super. Ich bin ziemlich super, ha? Wovon redest du, Billy? Tayo meinte mich. Aha. Was? Ich bin der coolste weit und breit. Hey. Wenn du denkst, dass du cool bist, sieh dir das an. Du denkst, du bist cool? Ohne mich schaffst du gar nichts. Was? Ich bewege den ganzen Dreck auf der Baustelle. Aber ich schaufel den Dreck für dich. Du kannst nicht schaufeln, wenn ich nicht sammle. Hey, Billy, vergiss nicht, dass ich für den Zement zuständig bin. Nein, ich bin der Beste. Okay, ein Wettbewerb wird zeigen, wer hier der Beste ist. Ein Wettbewerb? Klingt gut. Ein Buddelwettbewerb? Ha! Das werden wir mal sehen. Wie wär's mit einem Zementmischwettbewerb? Nein, sehen wir, wer den meisten Dreck tragen kann. Du bist der Größte, da mach ich nicht mit. Stopp! Wir machen Folgendes. Tayo, kannst du der Richter sein? Ich? Ja, du wählst einen angemessenen Wettbewerb und beurteilst uns fair. Das ist eine tolle Idee. Ich gewinne sowieso jeden Wettbewerb. Ha, ich auch. Ich soll entscheiden? Schon gut, du kannst den Wettbewerb wählen. Ja, wir machen, was du entscheidest. Ja. Egal was. Okay. Seid ihr bereit? Und dann fangen wir an. Okay. Die beste Schwermaschine muss eine Menge wissen, oder? Wir beginnen mit einem Quiz. Ein Quiz? Um der Beste zu sein, muss man sehr klug sein. Okay, erste Frage. Welcher Bus schnarcht nachts am lautesten? Woher sollen wir das wissen? Tayo, was hat das mit Klugsein zu tun? Ja. Ihr wolltet alles tun, was ich sage. Das sind die Optionen. Was? Erstens Gani. Zweitens Lani. Drittens Rogi. Viertens Sito. Okay, wer denkt ihr ist es? Woher sollen wir das wissen? Dann eine andere Frage.
Ich weiß, Zito, er ist der Größte. Nein, stimmt nicht. Eins, gar nicht. Nein. Ja, Nummer drei, Rudi. Nein, falsch. Doch nicht etwa die süße Lani, oder? Ding, ding, ding. Du hast die richtige Antwort. Wirklich? Dieser süße kleine Bus schnarcht lauter als die anderen? Das stimmt. Sag nur keinem, dass ich das gesagt habe. Keine Sorge, ich sag's nicht. Warum starrt ihr mich denn an? Okay, nächste Frage. Machen wir was anderes. Ja, was anderes. Was anderes als ein Quiz? Okay. Im zweiten Wettbewerb sehen wir, wer den besten Trick vorführt. Oh, den besten Trick? Okay, sowas kann ich wirklich gut. Okay, ihr müsst genau das tun, was ich tue. Seht zu. Das sollen wir tun? Das hat doch nichts damit zu tun, der Beste zu sein. Das denkt ihr nur. Aber alle lieben diesen Trick. Darum bin ich so beliebt. Ah, ich mach das später. Ich auch. Es hat nicht geklappt. Was war das denn? Leute, naja, dann mal los. Wow! Okay, ich hab's jetzt zu. Wow! Wow! Das war unglaublich! Ein Kinderspiel! Und Max gewinnt diese Runde! Tayo, gibt es keine anderen Wettbewerbe? Andere Wettbewerbe? Ja, genau! Wettbewerbe, die den Stärksten ermitteln! Ja! Wer der Stärkste ist? Ja, wir sind Schwermaschinen! Finden wir heraus, wer der Stärkste ist. Du hattest doch nichts dagegen, als du gewonnen hast. Aber jetzt schon. Ich habe eine gute Idee. Tayo, der kleine Bus. Okay, alles ist bereit. Wir müssen die Fässer mit diesem Reifen umhauen, richtig? Das ist schon besser. Na los, Jungs. Der Sieg ist mein. Das glaubst du wohl. Seid ihr soweit? Ja. Chris fängt an. Okay. Seht zu und lernt, Jungs. Wird schon schief gehen. Was war das? Das ist schwerer, als ich dachte. Jetzt bin ich dran. Und los. Das ist doch kein Wettbewerb für den weitesten Werfer. Es ging nur schief. Beweg dich! Was? Wow, der ist toll. Der schummelt ja. Keiner sagte, wir dürfen nur einen Reifen nehmen. Das stimmt. Los, Billy. Was? Nimm das. Das war gar nicht gut. Du hast nur zwei Fässer erwischt. Aus dem Weg. Jetzt komm ich. Wow, du hast es geschafft. Was ist los? Was? Wir müssen das alles aufräumen. Okay, beeilen wir uns. Okay. Noch ein wenig weiter. Ha!
Phew. Das war's, denke ich. Endlich. Das haben wir Billy zu verdanken. Ohne Poco hätte ich das aber nicht geschafft. Eigentlich haben wir das alles Max zu verdanken. Ganz und gar nicht. Chris hat die ganze Arbeit gemacht. Tut mir so leid. Das ist wohl alles meine Schuld. Nein, das war doch alles unsere Schuld. Ja, ist schon okay. Na dann, wenn das so ist, werde ich jetzt den Gewinner verkünden. Oh, was? Die beste Schwermaschine ist Max, Chris, Poco und Billy. Alle zusammen seid ihr die Besten. Jeder von euch ist einfach der Beste in seinem Job. Wir sind die Besten, wenn wir zusammenarbeiten. Das stimmt. Diese vier Freunde sind die Besten, weil sie toll zusammenarbeiten. Tayo hofft, dass er und seine Freunde eines Tages auch so gut sein werden.